Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr Fights so schnell wie möglich beenden könnt. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Schaut natürlich auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei. Dort werden wir am Freitag auch den langen Stream machen, wo ich meinen neuen PC zusammenbaue. Würde mich natürlich über jeden Zuschauer freuen. Und wenn ihr euch einen der neuen Weihnachtsskins jetzt kaufen wollt, tragt doch gerne meinen Creator-Code TheAircraft ein. Die erste wichtige Sache, die ihr braucht, um Gegner so schnell wie möglich zu killen, ist gutes Peace Control. Denn wenn ihr kein gutes Peace Control habt, dann werden euch die Gegner einfach wegrennen, und umso besser ihr im Peace Control seid, desto schneller ihr das machen könnt und vor allen Dingen desto effektiver ihr das machen könnt, desto schneller werdet ihr die Gegner killen können. Wenn ihr natürlich immer nur so halbe Peace Control Sachen macht, wie den Gegner einmal so zu boxen, kann er ja trotzdem noch escapen. Deshalb, wenn man gutes Peace Control haben will, dann sollte man am besten die Gegner mal komplett boxen oder auf jeden Fall auf den relevanten Seiten boxen. Beispielsweise, wenn man kann man sich diese Wand hier eigentlich sparen, die Gegner dann halt so boxen. Wenn man dann nämlich von dieser Seite hier hin pusht und von hier dann hin jumpt, dann ist man sogar noch schneller, als hätte man den Gegner vorher ganz geboxt, und so habt ihr dann sogar noch einen leichteren Shot, weil der Gegner eigentlich in diese Richtung nur escapen kann. Und ihr könnt dann auch am besten Pre-Peace Control benutzen, das heißt, bevor der Gegner überhaupt dort ist, könnt ihr direkt Peace Control anwenden. Beispielsweise, wenn hier der Gegner drin wäre und ich hier an der Seite direkt eine Wall place, dann könnt ihr die hier editen und von hier aus dann den Gegner so killen, und dann habt ihr auch nochmal zusätzlich die Möglichkeit, der Gegner schneller zu killen. Um Peace Control zu trainieren, ist diese Map auf jeden Fall ganz gut. Dazu hatte ich auch schon mal ein Video hochgeladen, wo ich euch die ganze Map erklärt habe. Und trainiert das einfach jedes Mal in eurem Warm-Up ein bisschen, dann werdet ihr sehr, sehr schnell sehr, sehr gutes Peace Control haben. Allerdings bringt es natürlich noch nichts, wenn ihr nur gutes Peace Control habt, denn ihr könnt den Gegner jetzt natürlich komplett boxen. Das Problem ist, wenn er insbesondere in dieser Season mit der Tag auf nur 20er Shots trifft, dann werdet ihr am Ende den Gegner auch nicht killen können. Deshalb ist das nächste, was ganz, ganz wichtig ist, dass ihr immer gutes Aim habt. Am besten eigentlich den Gegner immer für 100 oder mindestens mal so 80 mit der Tag hittet. Oder wenn ihr mit der Charge spielt, solltet ihr auf jeden Fall mindestens mal 100er Shots geben, dass ihr den Gegner dort auch mit 2 Shots killen könnt. Allerdings, wenn ihr immer mit der Tag dauerhaft hier nur in der Box dann vielleicht steht, in die gegnerische Box rein exploitet habt und den Gegner nur 3x20 Hits gibt, dann kann der Gegner derzeit immer schon rausescapen. Hingegen, wenn er den 380er Shots trifft, dann ist er dann einfach schon down und kann wahrscheinlich nicht so leicht dann in der Zeit bereits raus escapen. Ich werde in den nächsten Tagen auch nochmal ein genaues Video dazu hochladen, wie man insbesondere Shotgun Aim trainieren kann. Und als erstes könnt ihr euch mal so als Anhaltspunkt nehmen, dass ihr, wenn ihr mit der Tag halt nur auf den Kopf schießt, meistens nicht ganz so viel trifft, denn ihr müsst wirklich mit dem Punkt genau auf dem Kopf sein, um wirklich hohe Schüsse zu treffen. Wenn ihr leicht daneben seid, dann geht das meistens schon nicht, und im Normal Game ist es sehr schwierig, halt direkt auf den Kopf zu treffen. Deshalb zielt lieber etwas weiter runter, dass ihr eben halt so eher die Brust trifft, oder zielt generell einfach nur auf die Brust, denn dort habt ihr eigentlich immer den safe 80er Shot. Hingegen, wenn er eben halt oben auf den Kopf schießt, dann trifft er manchmal, auch wenn er so trifft, halt nur 24er Shots, oder geht eben halt irgendwo so hier auf den Hals, dann trefft ihr auf jeden Fall auch eigentlich immer ganz gute Shots. Nehmt das auf jeden Fall so als Anhaltspunkt, dann sind nämlich eure Shots einfach deutlich konstanter. Eine gute Taktik ist auch, die ihr anwenden könnt, wenn ihr den Gegner schnell killen wollt, dass ihr nicht bei einem Mongol Classic die Wall halt erst replaced und dann die Cone reinbaut, also hier Wall replacen und dann so macht, oder eben halt mit der Cone das so macht, sondern dass ihr eben halt, während ihr die Wall replaced, direkt die Cone reinplaced, die Wall placed, denn dann habt ihr meist, oder kann der Gegner schon mal dahinter nicht sich irgendwo verstecken, weil es eben halt alles eures ist, und der Gegner hat es deutlich schwieriger hier zu escapen. Hingegen, wenn ihr erstmal hier die Wall habt, dann aufediten müsst, dann kann euch der Gegner zum einen schon vorher einen Shot geben, oder ihr baut eben halt seine eigene Wall drin, und wenn er hier halt die Cone habt, dann kann er eigentlich euch schon meist nicht killen, weil er meist hier hinter steht, dann eben halt euch versucht abzuschießen und dann halt eine Cone direkt vor sich hat. Dadurch könnt ihr auf jeden Fall weniger Damage kassieren, und wenn ihr selbst weniger Damage bekommt, müsst ihr euch natürlich automatisch auch nicht so oft heilen und könnt dadurch vor allen Dingen auch, nachdem ihr den Fight vielleicht dann aber schnell beendet habt, auch schnell weiter pushen. Wenn ihr euch dann nämlich erstmal mit einem Medkit oder so healen müsst, dann verliert ihr schon wieder 10 Sekunden, die ihr eben halt ansonsten gebrauchen könntet, um zum nächsten Gegner zu gehen. Das ist aber auch immer ganz wichtig, dass man effektive Edits macht, beispielsweise immer schöne Right-Hand-Peaks ausnutzt, möglichst wenig Damage selbst kassiert, beispielsweise auch, wenn man Wall-Replace, sich einfach still hier vorstehen, sondern mit einer Cone da drunter, mit der AR rauf-Pressure, damit
damit man hinter der Cone halt stehen kann und so die Wall replacen kann. Dadurch kassiert man eben halt auch nochmal weniger Damage selber. Außerdem solltet ihr auch Gegner niemals unterschätzen, weil manche, auch wenn Gegner wirklich schlecht ist, treffen die einfach mal einen 105er Shot, der komplett unnötig ist, weil ihr euch danach wieder heilen müsst. Deshalb, selbst wenn der Gegner schlecht ist, dann habt ihr es eben halt einfach leichter, den Gegner zu beast-controllen. Nutzt dann lieber die 50 Meter, um den einmal so zu boxen, denn dann habt ihr den Gegner mehr oder minder instant. Auch ganz wichtig ist, wenn ein Gegner schnell killen wollt, dass ihr nicht einfach ihn erst beamt und dann irgendwann pusht, zumindest wenn ihr euch der Gegner schon gesehen habt, beziehungsweise ihr im Lowground seid, beispielsweise in dieser Situation, Gegner ist im Highground, ich stehe hier unten, wenn ich ihn von hier beamen will, dann wird er eben halt instant hochpushen, wenn es ein besserer Spieler ist, und dann seid ihr eben halt im Lowground, dann hat der Gegner schon ein bisschen mehr Confidence über euch und kann euch dann wahrscheinlich deutlich besser killen. Deshalb, wenn ihr im Lowground seid, dann pusht lieber instant hoch, rampt ein bisschen und beamt den dann von oben, denn dann habt ihr meistens ein deutlich leichteres Spiel. Außerdem, wenn die Gegner sich dann erstmal boxen, dann haben die schon so ein bisschen Angst, ein bisschen Respekt vor euch, und dann habt ihr eigentlich auch ein deutlich leichteres Spiel, weil der Gegner teilweise dann auch paniken, wenn er wirklich von oben instant drauf pusht, weil gerade im Trio, wenn er einen Triple rampt oben rauf, dann haben die Gegner meistens keine Chance, vor allen Dingen in den ersten Runden eines Tournaments habt ihr dann eigentlich wirklich die absoluten Free-Kills immer. Verzichtet dann vielleicht auch manchmal auf Zielen, wenn ihr die Möglichkeit habt, dazu schnell Gegner zu killen, vor allen Dingen, wenn ihr Duo oder Trio seid, da habt ihr notfalls noch einen Mitspieler, der eben halt euch ein bisschen saven kann, wodurch ihr dann eben halt, wenn ihr vielleicht low seid, eher die saven Shots nehmen kann, während der Mitspieler eben halt von der anderen Seite oder so kommt. Dann könnt ihr nämlich die Zeit eben halt nutzen, um noch ein bisschen mehr Damage auf den Gegner zu machen, und danach könnt ihr euch schlussendlich immer noch healen und habt dafür dann eben halt ein bisschen Zeit gespart beim Fight. Wo wir direkt schon beim Thema sind, ist auch noch ganz wichtig, wenn man im Duo oder Trio ist, wo die Leute positioned sind, versucht lieber von zwei Seiten zu gehen, denn dann kann der Gegner eigentlich nie das Ganze halten, und dadurch, wenn ihr vor allen Dingen hier so auf zwei Seiten seid, die direkt nebeneinander sind, dann könnt ihr notfalls auch noch euren Mate saven. In den Teamformaten, vor allen Dingen im Trio, sollte man auch immer versuchen, die anderen Mitspieler so schnell wie möglich auszuschalten, am besten eben mal direkt aus dem 3v3 eine 3v2 machen. Insgesamt ist es einfach immer am besten, wenn man wirklich so viel Confidence auf die Gegner zeigt, wie es nur geht, das heißt einfach dauerhaft drauf pushen, gute Edits machen, selten Edits choken, denn dann weiß der Gegner, dass ihr ein guter Spieler seid. Dieses Confident Pushen ist auch genau das, was Pro-Player immer machen, und dadurch sehen auch meistens bei Pro-Playern die Gegner immer so schlecht aus, weil die eben halt einfach die Pro-Player komplett confident darauf pushen und die Gegner richtig einschüchtern, und dadurch sehen die eben halt, wie gesagt, wie Bots aus, obwohl sie am Ende wahrscheinlich gar keine so krassen Bots sind. Und wenn ihr das eben halt genauso macht, einfach confident drauf pusht, dann werdet ihr eben halt auch selbst im Prinzip solche Bot-Gegner bekommen und die dadurch sehr, sehr leicht killen können. Ich hoffe, ich konnte euch auf jeden Fall mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen. Schreibt mir natürlich wie immer gerne Feedback unten in die Kommentare, und dann hoffe ich, sehen wir uns nachher im Stream oder morgen im Video wieder. Bis dahin, ciao.